Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Let's Play-Folge in Gold Rush Simulator. Ihr seht schon rechts im Anschlag, der Muldenkipper steht bereit, die alte Waschanlage steht bereit, denn wenn ich mich jetzt drehe, zack, die Waschanlage habe ich gestern noch platziert, hat eine echt Menge Zeit gekostet. So, ich habe jetzt sogar noch diese Waschrinne gekauft für die großen Steine, ich bin gespannt, wie alles läuft. Das hier. Das habe ich gekauft, dieses Einfüllstutzen hier, wo man halt natürlich mit dem Tieflader hier praktisch hinkippen kann. Das habe ich gekauft, weil das war ein Angebot. Das habe ich ausgeliehen, weil es kostet um die 60k, müsste ich das sagen. Das habe ich jetzt auch mal ausgeliehen, genauso wie den Kipplaster. Also, der Kipplaster kostet 90. Die Schaufel, beziehungsweise diese Schau. Na, das wird mir jetzt der Name nicht einfallen. Dieses Förderband. Genau. Das kostet so um die 60, also 150k müssen wir verdienen, dass das hier drin ist. Ich bin jetzt gespannt, ob der Höfner arbeitet. Ich muss sagen, ich finde die kleinen Generatoren auch echt tüfte. Ich habe jetzt hier sogar Sprit hier droben. Ihr seht selber, Wasser läuft alles. Wir können auch mal einen Probelauf machen. Und zwar, wenn ich jetzt hier anschaue, die Trommel und der Rüttler sind ein Generator. Ich hoffe, das klappt auch soweit. Wir können natürlich auch Wasser reinböllern. Beziehungsweise, ihr seht selber hier, Wasser kommt durch. Also. Hier, man sieht, das Wasser läuft runter. Es funktioniert schon. Genauso wie die Kippdinger, aber es wäre natürlich sinnlos, die nur zu testen, wenn nichts drin ist. Genauso wie auch, zack, 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 wenn wir hier runtergehen, die Eimer sind fertig. Hier habe ich noch einen Generator für die beziehungsweise für die zwei Rüttler hier praktisch, die wo nochmal den Duplex schickt, die wo das halt auf 7. Dann würde ich sagen, müssen wir die letzten Hogpens platzieren, und zwar einmal hier. Und müssen wir noch einmal hier. Man braucht genau zwei Stück. Ich hätte eigentlich gedacht, die funktionieren so in Diagonale, dass zwei Stück hinkommen. Aber okay, ich beschwere mich nicht. Da ist natürlich der kleine Anhänger jetzt optimal. Ich bin jetzt gespannt, was die große Anlage liefert. Sollte die wirklich sehr, sehr viel liefern und richtig schnell und effizient arbeiten, dann können wir natürlich noch den ganzen Anhänger voll kaufen. Habe ich kein Problem. Und diese hier, das sind nur Leitern, dass man hier hin kann. Genauso wie ich auch, ich habe gestern ja die Matten gekauft, aber mir ist es ja später erst gekommen. Es fehlen doch so diese Schiffgitter, also so Waschrinnengitter. Wurden nicht beschrieben. Wenn ich jetzt hier gehe auf dem Notizbuch und gehe hier durch bei Stufe 3, ihr seht selber, hier wird halt nichts an. Hier sind Waschrinne. Also diese Schiffmatten werden hier angezeigt. Es werden mir aber gar keine Schiffgitter angezeigt. Nur bei dem besseren Ding. Sag Schürfanlage bei der nächsten Stufe 4, aber mir ist ja das erst gekommen. Bei dem 5 sieht man es ja auch, die haben ja auch Schürfgitter, dass natürlich das nochmal aufgesiebt wird. So, wir schnacken nicht lange rum, Leute. Ich will jetzt ja schauen, ob es funktioniert. Der Bagger ist in Position, ich weiß nicht, ob der Helfer Bock hat zu arbeiten, keine Ahnung. Den Tankwagen habe ich nochmal befüllt, dass wir heute losstarten können, weil wir müssen natürlich jetzt Geld reinbekommen. Mulde heben, ist auf R, okay. Okay, man kann nicht ganz heben, aber man kann es praktisch auch nur langsam machen, damit man nicht so viel auf einmal verbraucht. Ich würde sagen, das raus, F runter und ja, wäre natürlich ein bisschen logisch, wenn man die Handbremse raus. Und zwar, ihr seht selber, hier habe ich diese Kupplung hier reingetan und ihr seht auch links selber, hier ist das Kabel. Ich habe sie jetzt einfach hier reingestellt. Ich denke, dafür ist die Halle perfekt. Das ist ein bisschen geschützt und schaut auch nicht mal schlecht aus. Hier ist der Magnetitanhänger. Den werden wir auf jeden Fall, wie gesagt, wie ich es besprochen habe, schon. Wir werden es auf jeden Fall so machen, damit wir das Magnetit erstmal dafür verwenden, erstmal die Menge zu erhöhen, damit wir natürlich mehr Gold schmelzen können. Genauso auch, was ich euch noch kurz zeigen will. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Ich habe das letzte Mal so Schnellreiseschilder herausgefunden. Es gibt die immer für 20.000. Wenn ich auf die Karte gehe, jeder Claim hat hier. Ihr seht selber diese Wegweise. Bei der Fabrik ist was. Beim Goldschmied und ich würde sagen, also für unseren Claim zum Schmied auf jeden Fall, das macht doch Sinn, dass wir das auf jeden Fall machen, denn es wäre ja komplett unbeholfen, wenn wir jetzt immer zum Schmied hinfahren. Klar kann man auch, aber also wenn man mehr schmelzen kann, stört es mich nicht, wenn man so 30k und dann bleibt 40k, 40 Unzen schmelzen kann, dann ist es mir hier wenig egal, aber nur wegen 20 Unzen, das ist natürlich schon ein bisschen, ja, happig. Also das, ich will jetzt wissen, was diese Kipplast halt auch richtig bringen. Ich bin gespannt, ob da jetzt ein Helfer erscheint. Anscheinend erscheint keiner. Ich habe zwar, ja, ihr wisst ja schon länger, einen eingestellt, okay. Aber ja, anscheinend hat da keiner Lust, irgendwie zu arbeiten. So, wir lassen die auch laufen. Ich weiß, man könnte sie ausstellen, aber der Sprit muss jetzt drin sein.
So, wir heben aus, zack. Wir machen den Arm schön weit, was es geht, damit wir natürlich auch viel reinbekommen. Okay, wir müssen ja sowieso, seht ihr selber, wir müssen sowieso die komplette Breite schon fast, die Länge nutzen, weil wir ja doch recht weit wegstehen. Dann machen wir Licht an, Schaufel auf, beziehungsweise, ja, man ist natürlich immer den Arm so, das passt und jetzt passt. Und jetzt will ich natürlich da ein bisschen Money reinmaken. Ich werde natürlich die andere Seite nicht ganz hinkommen, das ist klar. Ich bin auch, es ist ja das vom Kipplaster, der Reifen. Ah, okay, es wird das. 3% nur, nicht dein Ernst. Oh mein Gott, liefert der wenig. Also hier wäre in diesem Falle jetzt der Lader essentiell cool, gebe ich zu. Ja, jetzt haben wir ein bisschen was verdödelt. Alter, das dauert lange. Holy shit. Also bis wir hier 100% haben, okay. Aber okay, dafür kann man natürlich auch übelst lange damit wahrscheinlich schürfen. Wenn der so lange braucht, bis der 100% hat, dann geht schon was. Eigentlich wird sich fast lohnen, aber ich sag mal so, wegen des bisschen stelle ich jetzt nicht die Motor aus. Wird jetzt wahrscheinlich eine kleine Zeit in Anspruch nehmen. So Leute, die letzten Schaufeln noch und dann haben geht es natürlich endlich mal ans Waschen. Ich bin auch gespannt, wie schnell die waschen, da wird es verarbeitet, ob die noch ein bisschen Zeit haben zum Mitkommen. Deswegen würde ich sagen, also wenn natürlich der Kipplaster drin ist und das Schaufelwerk der Anlage, dann würde ich sagen, ist auf jeden Fall der größere Bagger auf jeden Fall dran, damit wir hier schnell das transportieren können. Obwohl natürlich auch eine Idee, glaube ich, das wäre der Lader. Aber im Lader kannst du halt nicht prozentual graben. Also, was ich damit sagen will, wenn ich jetzt praktisch nur zwei Ebenen Gold gut finde, das bringt mir halt das andere nichts. So, das bringt natürlich jetzt nichts, beziehungsweise wenn wir hier weiter schürfen. Oder ja, naja, wie gesagt, die größte Arbeit ist eigentlich das, hier rumfahren immer. Aber wenn natürlich der 100% liefert, also man muss sich mal vorstellen, das sind ja 33 Schaufeln voll vom Bagger. Also, was da jetzt drin an Lude ist nur. Vor allem, ihr seht es auch selber, da oben ist so eine richtig coole Wasserpfütze, also weil es halt wirklich wie so Wasser, so Lebenssachen sind. Und jetzt will ich mal wissen, schön in dem Plot nochmal über den Haufen geballert. Ach stimmt, wir können ja hier unten befüllen. Und das ist so der Grund. Das Einzige, was vielleicht auch interessant wäre, das mal hinzukippen, aber jetzt will ich es nicht sagen. Also ich will jetzt einfach so random hier kippen. Das wäre vielleicht eine Idee mal cool. So. Ich würde mal gerne testen, wenn man jetzt reinkippt. Warte mal, Z ist Kipp, ist Heben. Ja, befüllt der schon? Er seht ihr, man kann doch echt gut was zum Befüllen. Also es passt genau ein so ein Kipplaster hier rein. Das ist halt schon interessant. So, aber wir schnacken jetzt nicht lange rum, Leute. Wir werden die Anlage jetzt anschmeißen. Ich bin gespannt, wie alles läuft. Und jetzt müssen wir auch hier runterjumpen. Gut, dass wir aber keinen Vollschaden kassieren. Und jetzt bin ich gespannt, wie alles läuft. 5%, es wird alles gewaschen anscheinend. 2% ballert er hier durch. Aber ich will jetzt wissen, wie. Ich hoffe, ja, das läuft echt. Er sieht ja das, es läuft schon eine ganze Weile. Hier wird jetzt alles hochbefördert. Und das ist halt das, was ich meinte, dass es mindestens lohnenswert ist. Also ein größerer Bagger ist auf jeden Fall schon sinnvoll. Dass wir immer so ein 3%-Schritt mitkommen. Ich feiere das Ding hier. Okay, ich will jetzt eigentlich nicht da reinquetscht. Komme ich jetzt nicht mehr raus. Ich wollte eigentlich hier drauf springen, also auf den Rahmen. Aber es funktioniert anscheinend nicht. Ah, okay, hier wascht es aus. Seht ihr das? Da sieht man das Gold schon durchglänzen. So kleine Kügelchen sieht man auch immer. Hier sind die Steine, okay. Ist 30% hier ist schon durch. Ah, hier werden die Matten schon gefüllt.
Hier läuft es natürlich hier, naja, hier kann man schauen, genau. Hier blitzt es schon. Seht ihr, hier funkelt es natürlich schön durch. Ich bin gespannt, was ein Kipplaster bringt. Das Dumme ist halt das, beziehungsweise was heißt das Dumme? Okay, man kann natürlich hier noch. Ja, hier wird natürlich das allerletzte Restgold aufgefangen, okay. 10%. Wie gesagt, ihr seht selber da oben der Tempel. Also man könnte natürlich immer eins voll machen. Dann könnte man nochmal eins voll machen, bereitstellen und dann erst einschalten. Das wäre natürlich auch noch eine absolute Funktion und dann kannst du wirklich durchballern. Also ihr seht selber, es dauert schon eine Zeit lang, bis er das durchwascht. Also man kann schon. Weil ich hätte mir vielleicht später gedacht, wenn man das jetzt zu schnell durchwäscht, dass man später noch einen Kipplaster braucht. Immer so hin und her fährt und keine Ahnung, so Hightech. Es wäre natürlich jetzt cool, wenn dann ein Arbeiter funktioniert, dann muss ich mich echt nochmal einfuchsen, wie das funktioniert. Ihr könnt ja mal gerne mir nicht in die Kommentare schreiben, wie das funktioniert, da bin ich gespannt. Das ist jetzt leer. Der fördert natürlich noch was, der hat nur 33% drin. Okay, das ist nice, Leute, das sieht richtig nice aus. Es ist bloß cool, blöd, dass hier keine Animation ist mit den Steinen. Das wäre ja cool gewesen, wenn das so wie bei der Waschstelle hier runterfällt. Der Rüttler ist halt, wie gesagt, immer 20% sind die Matten schon voll. Leute, da kommt da echt viel zusammen. Also du musst die Matten echt oft wechseln, muss ich schon fast sagen. Das ist eigentlich idiotisch, dass wir den Eimer hier, den müsste ich nochmal wechseln. So, der Eimer ist jetzt leer. Also 5 Kipplaster voll ist genau einmal Schilfmatte wechseln. Okay. Also man muss jetzt nicht permanent. Aber ich würde sagen, ein Bagger macht auf jeden Fall Sinn, Leute. Alter, ich finde das nice. Man könnte natürlich so. Sieht natürlich noch stylischer, schöner aus von der Aufnahme her. Aber Alter, wie geil. 19% die Schilfmatten sieht man schon hier. Bisschen was blitzt. Wahrscheinlich nicht. Doch, hier sieht man natürlich. Ja, als Animation sieht man natürlich was. Also du hast jetzt theoretisch gesehen diese Schilfmatten. Diese Roste sammelt, also diese Schilfmatten sammelt hier was, diese Eimer sammelt hier was und diese Hogpen sammelt natürlich auch was. Das zeigt jetzt zwar nichts an, aber selbst die produzieren halt auch was. Leute, das ist Hammer. Also finde ich ja echt nice. Ich bin auch gespannt, was davon rauskommt, also was im Durchschnitt das so liefert. Aber ihr seht ja selber, also 5 Kipplaster sind 4 Eimer. Wir haben. Wenn wir 12 Eimer haben, ich glaube 12 Eimer sind hier. Hier sind nur 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, genau. Das sind dann so 15 Lastwagen voll und dann ist einfach mal die komplette Produktion fertig. Leute, ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Wir haben das mal in Aktion getestet. Wir werden das nächste Mal noch testen. Also da will ich es davor einschalten mit euch. Da will ich auch mal schauen, wie das mit dem Arbeiter funktioniert. Und dann werden wir den größeren Bagger uns leisten, auf jeden Fall. Ich werde jetzt noch ein bisschen Geld verdienen. Wie gesagt, ich werde dieses Schaufelwerk noch kaufen und den Kipplaster auf jeden Fall. Den brauchen wir auf jeden Fall, den Tamper oder so, da wir den hier liefern können, weil das hat sich echt gelohnt. Denn wenn ich jetzt anschaue, ich muss sagen, dieses Schaufelwerk und dieses Förderband hier, das kostet glaube ich so um die 80 bis 90, der Lader kostet 100 und beim Lader brauche ich eine weitere Person. Also wir sparen uns natürlich hier wieder Leute. So, das schalten wir auch noch aus, dann gehen wir noch runter und dann wird auf jeden Fall wird nochmal, nächstes Mal wird der Cleaner durchgeführt, Leute. Ich bin gespannt, was wirklich durchkommt, was wirklich rauskommt. Und vielleicht kaufe ich noch ein paar Eimer, dann können wir mal so einen richtig vollen fetten Eimerwagen mal durchböllern, das wäre auch noch interessant. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder zu einer weiteren neuen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben die Aktion endlich mal durchgeführt. Wir haben die Waschanlage wirklich mal probiert und es geht wirklich schnell voran. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lasst auf jeden Fall gerne Feedback da in den Kommentaren, was ihr davon haltet, ob es optimiert ist und ich sag mal so, wie geil es ausschaut. Also ich bin echt gehypt. Wie gesagt, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin und ciao, Leute.